Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch. Es gibt mal wieder ein paar News zu berichten zu Heart of Russia und dieses Mal geht es um das Straßennetz. Ja, wir wollen natürlich nicht nur Autobahn fahren oder kleine Landstraßen, wir wollen auch unbefestigte Straßen sehen und da werden wir auf jeden Fall in Heart of Russia definitiv auf unsere Kosten kommen. Es war eine lange Arbeit, wie SCS das auch schon gesagt hat, vor 2-3 Jahren haben die mit den Straßennetzen in groben Zügen angefangen, mussten aber dann auch schon wieder ein bisschen zurückrudern, weil sich in der Zeit viel verändert hat. Gerade in Moskau und den großen Metropolen haben sich die Straßen natürlich deutlich verbessert, aber umso weiter man quasi von den großen Zentralpunkten wegkommt, dann wird es auf jeden Fall ja für uns kritisch. Falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, würde ich mich auf jeden Fall freuen, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts von News. So, falls ihr aber auch noch was Neues seht, dann schreibt es bitte in die Kommentare, aber hier auf den ersten Bild, das sieht schon sehr, sehr interessant aus. Gerade diese Straßen und überall diese kleinen Parkplätze und diese kleinen Gimmicks, also die kleinen Details, bringen auf jeden Fall eine ganze Menge, um quasi das Auge ein wenig zu erfreuen. Ne? Auch hier jetzt ganz normale große Autobahnkreuze, die man hier sieht, aber auch bei den Städten, ja, die Bürgersteige, die sind ja ein bisschen massiver, diese Bordsteinkanten gegenüber Zentraleuropa. Da hat man davon wahrscheinlich ausgegangen, dass die russischen Mitbürger da ein wenig, naja, Dashcam-Videos kennt man ja alle, ne? Wie die manchmal fahren. Ne? Gut, alles klar. Aber hier, immer schöne breite Straßen und es sieht schon sehr russisch aus, auch gerade mit den Birken hier überall. Wirklich sehr, sehr schön dargestellt, auch überall diese kleinen Details mit den Schildern, alles neu gestaltet, musste neu gestaltet werden, ne? Und hier mit den ganzen kleinen Annehmlichkeiten. Und dieses Bild sagt natürlich irgendwie alles. Ein alter Lada fährt hier lang auf doch ein bisschen ausgefahrene Straße. Und hier diese ganzen Gebäude muten natürlich irgendwie osteuropäisch an. Und das könnte eventuell schon eine Autobahn in der Nähe von Moskau sein. Es ist eine vierspurige Autobahn. Sehr interessant. Ja, also ob wir von Moskau ein bisschen mehr sehen, könnt ihr mal reinschreiben, aber ich würde fast sagen, hier mit diesen Brücken und den kyrillischen Schriften beleuchtet, boah, sieht schon, ja, muss ich sagen, interessant aus. Wenn wir ein bisschen außerhalb fahren, sieht man auch hier diese typischen Dieselloks, die überall rumfahren und dann auch riesige Autobahnkreuze. Mann, 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 das sieht ja schon... Also, wenn ich mich da nicht verfahre, wer sonst? Überall neue Fahrzeuge sind mir jetzt bis jetzt noch nicht aufgefallen, aber hier hat man nochmal so eine, was ist denn das hier, wo die Leute rüberlaufen können, ne? Irgendwie so. Aber die Autobahnkreuze sind schon, ja, überall diese Transporter, diese kleinen. Ah, schauen wir mal. Also auf den ersten Blick ist mir noch nicht so richtig aufgefallen, aber hier diese 1, 2, 3, 4 spurigen Autobahn. Sehr interessant. Ich denke, wir werden dann in naher Zukunft noch mehr sehen, aber umso mehr jetzt SCS hier zeigt, vielleicht haben wir ja wirklich die Gelegenheit schon im ersten Quartal, das DLC zu bekommen. Aber guck mal, hier das. Oh, sowas finde ich ja schön. So eine, wo einfach hier Dekomaterial. Du fährst hier mit deinem LKW rum, hier steht ein Bagger, LKW und Fahrzeuge, Plumpsklo, ja, die Arbeiten sind eingestellt. Ja, das sind einfach so eine kleinen Details, die mag ich. Ja. Deko halt, ne? Das bringt nicht viel. Aber auch hier, guck du an, eine kleine, dünne Straße, wo wir wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen müssen, ob dann wirklich mal Gegenverkehr kommt, wo wir dann gegenseitig uns helfen müssen. Hier, ob das befahrbar ist oder dann noch so eine X reinkommt, weiß ich nicht. Aber man merkt schon, wo die Reise hingeht und dass wir hier auch einige Schotterpisten langfahren müssen. Und das ist ja auch schon lange gewollt von den Spielern, dass man auch ein bisschen abseits der Straßen ist. Das Bild hatten wir doch eigentlich schon, ne? Naja, gut, das soll es gewesen sein. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Das soll es für mich jetzt sein. Wir sehen uns live am Sonntag. Ja, falls euch was aufgefallen ist, ja, ihr wisst es. Bis dahin mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.